Wohl kaum etwas wird so häufig verwechselt wie die Begriffe Besitz und Eigentum. Wenn man sich zum Beispiel ein gebrauchtes Auto kauft, wird häufig von Vorbesitzern gesprochen. Juristisch gesehen ist das total falsch. Und wenn man sich zum Beispiel im Internet etwas auf Rechnung kauft, denken viele, man würde erst dann Eigentümer, wenn man die Rechnung bezahlt hat. Doch das stimmt nicht. Doch warum ist das eigentlich so? Warum? Ja, aus Gründen. Jetzt aber mal Spaß beiseite. In diesem Video erkläre ich euch den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz ganz genau. Und ihr werdet nachher nicht mehr sagen... Willkommen bei We Learn Easy, dem YouTube-Kanal für alle, die Themen aus der Wirtschaft endlich einfach und logisch verstehen wollen. Mein Name ist Jörg Bensch und in dieser Videoreihe dreht sich alles um die rechtlichen Grundlagen. In diesem vierten Teil erkläre ich euch die Begriffe Besitz und Eigentum und warum ihr den Unterschied kennen solltet. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Doch bevor es richtig losgeht, kurz noch das hier. So, wenn jetzt jemand den folgenden Beitrag verpasst, dann ist er deswegen auch noch kein hoffnungslos ungebildeter Mensch, aber es geht ihm ein echter Spaß. Das ist Susanne. Susanne ist Besitzerin und Eigentümerin dieses Stiftes. Rein rechtlich gesehen ist Susanne ein Rechtssubjekt und der Stift ein Rechtsobjekt, also eine Sache. Was man unter Rechtssubjekten versteht, habe ich euch in einem gesonderten Video erklärt. Die Definitionen von Eigentum und Besitz finden wir im BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch. In § 903 BGB wird erklärt, was man unter dem Eigentum an einer Sache versteht. Demnach kann der Eigentümer mit der Sache nach Belieben verfahren. Dies bedeutet, dass das Eigentum ein umfassendes Herrschaftsrecht über diese Sache ist. Vereinfacht gesagt kann der Eigentümer also mit der Sache machen, was er möchte. Susanne kann ihren Stift also nutzen, wie sie möchte, sie kann ihn verkaufen, verleihen oder vermieten, sie kann ihn wegschmeißen oder sogar zerstören. Als Eigentümerin des Stiftes hat sie also sehr umfassende Rechte. Gemäß § 854 BGB hat der Besitzer die tatsächliche Gewalt über eine Sache. Der Besitzer einer Sache kann mit dieser also ebenfalls beliebig verfahren. Anders als dem Eigentümer stehen ihm jedoch nicht alle Rechte zu. Welche das sind, werdet ihr gleich an einem Beispiel erkennen. Wenn Susanne ihren Stift benutzt oder bei sich trägt, ist sie Besitzerin und Eigentümerin zugleich. Als Besitzerin hat sie die Verfügungsgewalt über den Stift und als Eigentümerin die rechtliche Herrschaft, also die Möglichkeit, mit ihm beliebig zu verfahren. Nun kommt Marc ins Spiel. Wie kann Marc nun Besitzer des Stiftes werden? Keine Ahnung. Marc fragt Susanne, ob sie ihm den Stift nicht kurzzeitig leihen kann. Susanne ist damit einverstanden und übergibt Marc den Stift. Es erfolgt also eine Besitzübertragung. Juristen nennen dies vertragliche Besitzerlangung. Marc hat sich mit Susanne auf die Überlassung des Stiftes geeinigt, sodass zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen. Marc wird auf diese Weise Besitzer des Stiftes, wohingegen Susanne Eigentümerin des Stiftes bleibt. Hier könnt ihr nun genau erkennen, was man unter rechtlicher Herrschaft, also unter dem Eigentum, versteht. Als Besitzer darf Marc den Stift nun nutzen. Dabei verbraucht er sich natürlich langsam. Und natürlich muss Marc den Stift irgendwann an Susanne zurückgeben. Da im Vertrag kein Zeitraum für die Nutzung vereinbart wurde, kann Susanne die Herausgabe des Stiftes zu jeder Zeit verlangen. Es wäre also auch möglich gewesen, dass beide für die Rückgabe einen Zeitpunkt vereinbart hätten. Zu dieser Besitzübertragung ist lediglich der Eigentümer berechtigt. Und nun kommt Jan ins Spiel. Jan sieht, dass Marc einen Stift benutzt. Nun bittet Jan wiederum Marc, dass er ihm diesen Stift leiht. Da Jan nicht erkennen kann, dass Marc nicht der Eigentümer des Stiftes ist, handelt er in gutem Glauben, dass Marc ihm den Stift leihen darf. Wird Jan nun Besitzer des Stiftes? Keine Ahnung. In diesem Fall kann also ein Besitzer eine Sache an einen neuen Besitzer durch vertragliche Einigung übertragen. Jan wird dann zwar der neue Besitzer, er erhält den Besitz an der Sache dann aber zu Unrecht. Denn Marc war ja nicht der Eigentümer. Das durch Susanne an Marc überlassene Nutzungsrecht an dem Stift bezieht sich nur auf dessen Nutzung. Wenn Susanne nun erkennt, dass Jan der neue Besitzer ihres Stiftes ist, kann sie natürlich jederzeit als Eigentümerin die Rückgabe des Stiftes verlangen. Das Beispiel hat also die vertragliche Besitzerlangung verdeutlicht. Besitzer bzw. Eigentümer einigen sich mit dem zukünftigen Besitzer auf die Gebrauchsüberlassung. Gehen wir nun wieder an den Anfang des Beispiels. Susanne ist Eigentümerin und Besitzerin des Stiftes. Sie lässt den Stift nun eine kurze Zeit unbeaufsichtigt. Jan sieht den Stift von Susanne und nimmt ihn an sich. Dies nennen Juristen Besitzergreifung.
Der Unterschied zur vertraglichen Besitzerlangung liegt darin, dass hier keine vertragliche Einigung mit dem Eigentümer bzw. Besitzer vorliegt. Ihr wisst sicher, wie man sowas landläufig nennt. Hier liegt ein Diebstahl vor. Jan wird also Besitzer des Stiftes durch einseitige Besitzergreifung gegen den Willen der bisherigen Besitzerin bzw. Eigentümerin. Das Beispiel hat euch verdeutlicht, dass der Besitzer deutlich weniger Rechte als der Eigentümer an einer Sache hat. So darf Jan als rechtmäßiger Besitzer den Stift zwar nutzen, aber natürlich nicht den Besitz an eine weitere Person übertragen. Doch wie erfolgt nun eigentlich die Eigentumsübertragung? Keine Ahnung. Grundsätzlich kann das Eigentum an einer Sache nur der Eigentümer selbst an eine andere Person übertragen. Wir wissen ja bereits, dass Susanne die Eigentümerin des Stiftes ist. Marc möchte nun selbst Eigentümer des Stiftes werden. Wie bei der Besitzübertragung müssen sich auch bei der Eigentumsübertragung zunächst einmal beide Personen einig werden. Der aktuelle Eigentümer muss sich mit dem zukünftigen Eigentümer über die Bedingungen der Eigentumsübertragung einigen. Eine solche Einigung nennt man einen Vertragsabschluss. Damit eine Eigentumsübertragung rechtmäßig stattfindet, muss also entweder ein Kaufvertrag oder ein Schenkungsvertrag abgeschlossen werden. Beim Kaufvertrag einigen sich beide auf die Eigentumsübertragung und auf einen entsprechenden Kaufpreis. Beim Schenkungsvertrag einigen sich beide auf die Übertragung des Eigentums, ohne dass dafür ein Entgelt vereinbart wird. Doch allein die Vorlage dieses Vertrages führt noch nicht zur Eigentumsübertragung. Hierzu ist es notwendig, dass der aktuelle Eigentümer an den zukünftigen Eigentümer die vereinbarte Sache übergibt. Bei beweglichen Sachen muss also tatsächlich eine Übergabe stattfinden. Bei nicht beweglichen Dingen, also bei Immobilien, fällt dies natürlich weg. Bei Immobilien, also bei Grundstücken und Gebäuden, erfolgt die Eigentumsübertragung durch Einigung zwischen den Vertragspartnern, also in der Regel durch Abschluss eines notariell beurkundeten Vertrages, das nennt man auch Auflassung, sowie durch die dann folgende Löschung des aktuellen Eigentümers und Eintragung des neuen Eigentümers im entsprechenden Grundbuch. Ihr erkennt also, eine Eigentumsübertragung läuft immer in zwei Schritten ab. Erstens der Einigung, also dem Vertragsabschluss, und zweitens der Übergabe der Sache vom ehemaligen Eigentümer an den neuen Eigentümer. Ganz besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass auch beim Kaufvertrag diese beiden Schritte ausreichen. Denn an dieser Stelle liegt häufig ein Missverständnis vor. Alarm! Alarm! Viele Menschen glauben, dass man beim Kaufvertrag erst dann Eigentümer der Kaufsache wird, wenn man den entsprechenden Kaufpreis bezahlt hat. Ihr erkennt aber, dass hierzu der Vertragsabschluss und die Übergabe der Sache ausreichen. Dies kann zu Problemen führen, denn in der Praxis kommt es gar nicht selten vor, dass man sich im Kaufvertrag darauf einigt, dass der Käufer erst später den Kaufpreis bezahlt. Es wird also ein Kaufvertrag abgeschlossen und der Verkäufer übergibt die Kaufsache dem Käufer. Sobald der Käufer die Sache in Händen hält, ist er offiziell der neue Eigentümer. Aus dem Kaufvertrag heraus ergibt sich nun die Verpflichtung des neuen Eigentümers, dass er auch den Kaufpreis zahlen muss. Tut er das nicht, kann der Verkäufer lediglich die Zahlung des Kaufpreises verlangen. Denn der Käufer ist ja bereits der neue Eigentümer der Kaufsache. Ich weiß, einige von euch wollen es einfach nicht glauben. Viele von euch wollen es einfach nicht wahrhaben, dass man durch Einigung und Übergabe Eigentümer der Sache wird. Daher verdeutliche ich euch die Zusammenhänge noch einmal an einem Beispiel. Nach § 929 BGB wird man ja durch Einigung und Übergabe Eigentümer an einer Sache. Liegt als Einigung ein Schenkungsvertrag vor, ist es ja unstrittig, dass man als Beschenkter mit Erhalt der geschenkten Sache das Eigentum daran erhält. Beim Schenkungsvertrag einigen sich ja der Schenkende und der Beschenkte darauf, dass das Eigentum an der zu schenkenden Sache übertragen wird. Mit Erhalt des Geschenks wird der Beschenkte Eigentümer dieser Sache. Das Besondere beim Schenkungsvertrag ist ja, dass die Eigentumsübertragung nicht an eine Zahlung im Gegenzug geknüpft wird. In diesem Fall wird also der Beschenkte Eigentümer, ohne dass er einen Kaufpreis zahlen muss. Liegt als Einigung ein Kaufvertrag und kein Schenkungsvertrag vor, bedeutet dies ja, dass der Käufer den vereinbarten Kaufpreis zahlen muss. Grundsätzlich ergeben sich hierdurch ja drei Kombinationsmöglichkeiten. Gehen wir davon aus, dass der Verkäufer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zunächst einmal Eigentümer und Besitzer der Sache ist. Voraussetzung für die Eigentumsübertragung ist es also immer, dass ein Kaufvertrag vorliegt. In diesem Kaufvertrag können Käufer und Verkäufer nun beliebig vereinbaren, wann die Zahlung zu erfolgen hat. Denkbar sind dann folgende Fälle. Der Käufer zahlt vor der Übergabe der Ware, man nennt das auch Vorauszahlung. Der Käufer zahlt bei Übergabe der Kaufsache.
Man nennt das dann auch Zug-um-Zug-Geschäft oder der Käufer zahlt nach der Übergabe der Sache. In diesem Fall liegt ein Kauf auf Ziel bzw. auf Rechnung vor. In der ersten Alternative ist der Kaufvertrag die Einigung. Der Käufer zahlt dann wie vereinbart den Kaufpreis. Erst wenn der Verkäufer den Kaufpreis erhalten hat, übergibt er die Ware. In diesem Fall wird der Käufer mit Übergabe der Ware Eigentümer. Der Verkäufer hat in diesem Fall den Vorteil, dass er nach Übergabe der Kaufsache seinem Geld nicht mehr hinterherlaufen muss. Der Käufer hat ja bereits vor der Übergabe gezahlt. In diesem Fall wird der Käufer also durch Einigung und Übergabe Eigentümer. Im zweiten Fall, im Zug-um-Zug-Geschäft, zahlt ja der Käufer bei Erhalt der Ware. Auch in diesem Fall wird der Käufer Eigentümer der Kaufsache, sobald er diese erhält. Bei der dritten Alternative, und diese bereitet euch ja häufig Kopfzerbrechen, sieht es ja so aus, dass der Kaufvertrag, also die Einigung, vorliegt. Im nächsten Schritt erfolgt die Übergabe der Kaufsache an den Käufer. Viele von euch denken nun, dass der Käufer erst den Kaufpreis zahlen muss, um dann Eigentümer zu werden. Beachtet bitte, dass dies § 929 BGB widerspricht und auch in der Praxis zu Problemen führen kann. Wäre der Käufer zum Beispiel bei Erhalt der Ware noch nicht Eigentümer, hätte er die rechtliche Herrschaft über die Kaufsache noch nicht. In der Praxis ist es aber häufig so, dass der Käufer der Ware diese ja zum Beispiel weiterverkaufen möchte. Wäre er nicht Eigentümer dieser Sache, könnte er rechtlich einen Weiterverkauf nicht vornehmen. Daher ist es eindeutig, dass der Käufer mit Erhalt der Ware nicht nur Besitzer, sondern auch Eigentümer dieser Ware wird. Er hat die Verfügungsgewalt und auch die rechtliche Herrschaft. Beachtet diese Besonderheit also. Doch eine Ausnahme zu dieser vertraglichen Eigentumsübertragung existiert dann doch. Nehmen wir noch einmal das Beispiel, dass Susanne Marc den Stift geliehen hat. Marc ist damit nicht Eigentümer, sondern lediglich Besitzer des Stiftes. Nun trifft Marc auf Jan und Jan bietet Marc an, dass er den Stift von ihm kaufen möchte. Da Marc ja gar nicht der Eigentümer des Stiftes ist, dürfte er diese Eigentumsübertragung gar nicht vornehmen. Jan kann nun aber nicht erkennen, dass Marc gar nicht der Eigentümer des Stiftes ist. Also kauft Jan in gutem Glauben von Marc den Stift ab. In diesem Fall kann also auch der Nicht-Eigentümer, also nur der Besitzer, das Eigentum an eine andere Person übertragen. Dies gilt aber nur dann, wenn der Erwerber der Sache in gutem Glauben handelt. Solange Jan also nicht erkennen kann, dass Marc gar nicht der Eigentümer des Stiftes ist, erwirbt er das Eigentum vom Besitzer, also von Marc. In diesem Ausnahmefall verliert Susanne tatsächlich das Eigentum am Stift. Sollte Susanne nun herausfinden, dass Jan der neue Eigentümer ihres Stiftes ist, so ist es ihr unmöglich, den Stift von Jan zurückzuverlangen. Schließlich ist Jan der neue Eigentümer geworden. Das Einzige, was Susanne überbleibt, ist sich nun an Marc zu wenden und von ihm Schadenersatz für das verlorene Eigentum an dem Stift zu verlangen. Bei diesem gutgläubigen Erwerb ist es also möglich, dass eine Person das Eigentum an einer Sache erhält, obwohl die eigentumsübertragende Person gar nicht selbst Eigentümerin der Sache ist. Beachtet jedoch, dass diese Ausnahme, also der gutgläubige Erwerb, bei gestohlenen Gütern nicht möglich ist. Erhält also eine Person eine gestohlene Sache übereignet, so erhält sie selbst nicht das Eigentum an dieser Sache. Der Bestohlene bleibt weiterhin Eigentümer. In Huairubai, Peking, ist heute das internationale Frauenforum der Nichtregierung. Entschuldigung, ich hatte noch eine Meldung. Aber bitte. Ja, ich habe auch ganz kurz noch ein paar Besonderheiten. Aber dann habt ihr es gleich geschafft. Der Besitzer einer Sache kann den Besitz an der Sache auch aufgeben. Entweder freiwillig oder unfreiwillig. Eine freiwillige Besitzaufgabe liegt zum Beispiel dann vor, das haben wir schon gesehen, wenn der Besitzer einer Sache diese Sache an eine andere Person übergibt. Ein weiteres Beispiel für die freiwillige Besitzaufgabe ist das Wegschmeißen oder Zerstören der Sache. Eine unfreiwillige Besitzaufgabe liegt immer dann vor, wenn der Besitzer der Sache diese verliert oder wenn sie ihm gestohlen wird. Und nur noch zum Schluss eine kleine Besonderheit bei der Eigentumsübertragung. Ihr habt ja eben gesehen, dass die Eigentumsübertragung durch Einigung und Übergabe an den neuen Eigentümer erfolgt. Ausführlich habe ich euch gezeigt, dass beim Kaufvertrag dann die Bezahlung keine Rolle spielt. Ihr habt bereits gesehen, dass diese BGB-Regelung gefährlich ist für den Verkäufer. Hat er die Kaufsache einmal an den Käufer übergeben und hat er das Geld noch nicht erhalten, dann kann er vorrangig nur auf die Zahlung des Kaufpreises bestehen. Im Rahmen des Kaufvertragsabschlusses kann nun vereinbart werden, dass das Eigentum erst nach erfolgter Bezahlung an den Käufer übergeht. Dies muss jedoch dann auch wirklich im Kaufvertrag vereinbart werden. Man nennt dies dann einen Eigentumsvorbehalt. Problematisch an diesem Eigentumsvorbehalt ist jedoch, dass der Verkäufer auch dann das Eigentum verliert, wenn der Käufer nicht bezahlt. Zum Beispiel, wenn eine andere Person die Kaufsache dann gutgläubig erwirbt. Das habt ihr ja bereits gesehen, dann wird der Käufer trotzdem Eigentümer. So, nun habt ihr das ganze Video durchgehalten. Ich hoffe, ihr kennt euch jetzt ein bisschen besser mit den Begriffen Besitz und Eigentum aus. Wenn ihr noch Material zum Üben braucht, dann wendet euch einfach an mich. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!
Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar in der Kommentarzeile. Über ein Like freue ich mich. Abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer informiert, wenn ich neue Videos erstelle. Auf diese Weise werdet ihr Spaß haben, wirtschaftliche Inhalte zu lernen und ihr werdet sie richtig verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback.